Radio Soul, Talk of Town. Menschen mit Botschaft. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen um diese Zeit. Schön, dass Sie Radio Soul aufgedreht haben und mit dabei sind. Ja, wir wollen heute wieder einige tolle Anstöße bringen. Radio Soul bringt nicht nur sonnige Musik, sondern auch immer Themen, die bewegen, die uns aufbauen, die uns weiterbringen wollen. Und heute haben wir einige so Gedanken gemeinsam mit Rudolf Kulowitsch, die wir hier am Tablett bringen zum Thema Geldsystem. Und Rudolf Kulowitsch war schon öfters bei uns auf Sendung. Er ist 1950 in Feldbach geboren, war Unternehmer und hat sich in seinem Leben ganz viel auch ehrenamtlich engagiert in unterschiedlichsten Vereinen und Initiativen. Und ihm war immer schon wichtig, auch sozusagen die Welt, der Weltfrieden, die Welternährung, wie schaut's aus mit dieser Welt, was können wir verbessern? Und da ist er irgendwann einmal hängen geblieben, glaube ich, am Geldsystem. Wie könnte das Geldsystem tauglich werden für eine Welt, die funktioniert, nämlich nicht nur für Reiche, sondern auch für die Armen. Und deswegen heißt die heutige Sendung das Gemeinwohl-Zukunft-Buchungssystem. Also eine Abhandlung, ein Gedankenausflug, den wir heute gemeinsam machen zum Thema Gemeinwohl-Zukunft und wie könnte ein Geld- oder Buchungssystem aussehen, das wirklich den Menschen dient, sowohl arm als auch reich. Hallo, lieber Rudolf, schön, dass du heute in der Sendung bist. Servus, Gerhard. Danke für die Einladung. Ja, freue mich schon auf Gedankenaustausch mit dir. Ja, es geht tatsächlich um Gemeinwohl-Zukunft. Und wenn wir unsere Zukunft nicht denken lernen, das heißt, wo wollen wir gemeinsam hinkommen und soll es im Gedanken des Gemeinwohles sein, ja, dann machen wir einen riesigen Fehler. Warum leben wir eigentlich, wenn wir uns nicht in Verbesserungssystemen gedanklich wiederfinden? Und da habe ich ja recherchiert und immer wieder von Zeitungslesen und Berichten und so weiter gesehen, 70% unserer gemeinsamen Probleme auf dieser Welt, nach meinen Recherchen, entstehen aus dem Geld und Schuldgeld und System, in dem wir drinnen sind. Wir sind in ein Wirtschaftssystem eingebaut, wo der Wettbewerb und Geldmaximierungssysteme im Vordergrund stehen. Und nicht, und da habe ich eben die Idee gehabt, wir müssen wegkommen von diesem Geldwertdenken hin zu unserem wahren Wertdenken. Nämlich die Wahrheit erkennen, was ist dahinter, aber auch unsere Wirtschaftlichkeit, wo wir uns einbringen können in unseren Tätigkeitsfeldern, das in den Vordergrund stellen. Also der Warenwert mit ohne H, aber auch der wahre Wert dahinter, das ist die Erkenntnis meiner Gedanken und die möchte ich euch also ja mitteilen. Ich hoffe, ihr könnt den Switch machen, weg vom Geldwertdenken hin zu unserem wirklichen Warenwert. Und das eine hat mit Geistigkeit zu tun, aber auch gleichzeitig mit Wirtschaftlichkeit. Du bist auch Autor eines Buches mit dem Namen Visionen zur Gemeinwohlzukunft und du bist auch sehr intensiv engagiert in einem Forum. Wie heißt dieses Forum? Was machst du da? Forum Seitenstädten, genau. Das sich mit Geld und Wirtschaftsfragen auseinanderstellt und auch also Geldfrieden beinhaltet. Ja? Mhm. Wie kommen wir zu einem Geldfrieden, und sobald wir zu einem Geldfrieden kommen, könnten wir zu einem Weltfrieden kommen. Und wenn wir Weltfrieden installieren, dann ist es eine Bildungssystematik dahinter. Wir müssen uns bilden, ja, um das denken zu lernen, was wir in Zukunft tatsächlich haben wollen. Wie hätten wir es denn gern in der Zukunft? Ja. Ist das unsere Zukunft, was wir jetzt vorfinden? Ist das befriedigend, indem das Misstrauen im Vordergrund steht und nicht Vertrauen zueinander aufgebaut wird, zu unseren politischen Verantwortlichen, ja, die wir ja wählen, alle 5 Jahre. Und dann sollen wir inzwischen Pause haben? Das kann es ja auch nicht sein. Das ist schon ganz wertvolle
ja, Stichworte gegeben, wie zum Beispiel Vertrauen. Vertrauen könnte ja die Währung der Zukunft sein. Aber gehen wir jetzt einmal musikalisch weiter. Du hast das eine schon auch angesprochen. Es gibt einen überproportionalen großen Einfluss von wenigen Reichen. Man spricht von dem einen Prozent der Bevölkerung, das reichste Prozent der Bevölkerung, das ja knapp 50% aller Vermögen besitzt auf dieser Welt. Und wie könnten wir ein Geldsystem und Wirtschaftssystem neu denken, das nämlich allen Menschen dient, also in dem Sinne der Gemeinwohl Zukunft dient, nämlich nicht nur dem Gemeinwohl von uns heute, sondern auch dem Gemeinwohl unserer Kinder und Enkel. Das ist das Thema der heutigen Sendung und derzeit leben wir in zwei Welten, kann man sagen. Phil Collins besingt jetzt Two Worlds und nachher geht's gleich weiter im Interview. Sie hören Radio Soul. Das war Phil Collins jetzt mit Two Worlds. Vielleicht erinnern Sie sich aus dem Film Tarzan. Phil Collins hat da den Soundtrack gemacht. Und ja, Tarzan und unsere zivilisierte Gesellschaft, das waren zwei verschiedene Welten, die aufeinander geprallt sind. Wir wollen heute auch die Gesellschaft betrachten, auch weltweit. Man kann es wirklich nicht bestreiten. Es gibt wirklich zwei verschiedene Welten. Zum einen die Menschen, die in der Fülle leben und die im Mangel oder in der Armut leben, und die Anzahl der Menschen und Kinder, die hungern, ist viel zu groß auf dieser Welt, und wir wissen, dass es ein System, ein Geldsystem gibt, das nicht automatisch dem Gemeinwohl dient. Und wie könnten wir das ändern? Darüber hat sich Rudolf Kulowitsch Gedanken gemacht und deswegen heute auch die Vorstellung eines Gemeinwohl-Zukunft-Buchungssystems. Du hast schon vorhin gesagt, wir dürfen uns verabschieden von der Geldmaximierungsidee. Es braucht eine neue Ausrichtung, also statt der Geldmaximierungsidee vielleicht eine Wertmaximierungsidee oder auch vielleicht von der Konsumwirtschaft etwas wegzukommen in ein anderes System. Wie siehst du die Entwicklung? Wo glaubst du, könnten wir heilsam hier etwas bewirken mit deinen Ideen? Ja, es ist ja ein utopischer Gedanke, den ich da habe. Es ist fast nicht denkbar, weil wir so lange in diesem System waren, wo Geld einen Wert besitzt und noch immer in unserem Denken vorhanden ist. Obwohl wir es wissen, dass bedrucktes Papier keinen inneren Wert haben kann,
aber wir verwenden es. Und sobald wir es alle verwenden, hat es diesen Wert. Und jetzt sind wir, die sind ja nur mehr 4% vorhanden, dieses bedruckte Papier, das wir ja als Geldwert tatsächlich in den Händen haben. Das andere ist ja nur mehr Bits und Bytes in den Computern. Also tatsächlich Zahlen. Und auch diese Zahlen, wenn eine Zahl im Computer dargestellt ist, ohne Vorzeichen Euro oder Dollar, ja, dann ist es ein anderer Wert. Nämlich nur als Zahl zu verstehen. Und da komme ich mit meiner Idee und sage, ja, lass uns die Zahlen verwenden, weil wir die sowieso in unseren systemischen Wirtschaften immer brauchen. Wir brauchen die Logistikzahlen, die Statistiken und so weiter. Das hilft uns ja. Aber lassen wir uns alles in dieser Form verwenden als Buchungssystem. Das heißt, Einnahmen als Buchung, wenn ich mich einbringe in die Gesellschaft mit meinen Fähigkeiten. Und wenn ich meine Fähigkeiten leben darf, dann ist es ja keine Arbeit mehr. So, ich bin begeistert bei meinem Tun. Das andere ist, Arbeit ist ja fast negativ gekennzeichnet, aber wir wissen, ja, alle wollen es wegkommen von nicht mehr arbeiten zu müssen und alles das zu konsumieren, was andere, vielleicht arme Leute, erzeugen oder die wirklich tätig sind. Und da spreche ich immer unsere Bauernschaft an, die unsere Ernährung sicherstellt, was das Wichtigste ist. Und auch unsere Ärzte und helfenden Leute, wenn es uns einmal nicht so gut geht. Das ist ja der wahre Wert dahinter und nicht das Geld oder die Zahlen in den Computern. Und wenn wir da umdenken könnten, und das ist die Herausforderung, dieses Umdenken, wie könnten wir es anders machen? Und in diesem neuen System, in meiner Vorstellung, Gemeinwohl Zukunft zu erdenken, müssen alle Beteiligten einen Nutzen darin sehen, weil sonst können die nicht zustimmen. Also diese heutige Wirtschaftsform, die wir bisher hatten oder haben, ja, hat uns ja zu diesem Wohlstand im westlichen Sinne geführt. Das war ja alles okay. Das war nicht unrichtig. Ja. So, aber jetzt müssen wir umdenken lernen. Wenn wir eine Überproduktion realisieren im Westen, ja, dann müssen wir schauen, wo wir einen Abnehmer finden. Wenn wir die nicht mehr finden, siehe VW, was wir jetzt da haben, ja, die können nicht mehr erzeugen, weil der Bedarf nicht mehr da ist. Und wenn der Bedarf nicht da ist, ja, für was brauchen wir mehr Arbeit, Leistung erbringen, wenn wir es nicht notwendig haben? Aber nur um die Geldmaximierung aufrechtzuerhalten, müssen wir das tun. Wir erzeugen Arbeit, damit das Geld in Umlauf bleibt. Das ist ein Schwachsinn meines Erachtens. Und wo ich Verdienste realisiere, wenn ich Krieg mache oder Kriegssysteme aufrechterhalte, wo dann mit der Aufwirtschaft dann wieder verdient wird. Wir leben nur mehr im Verdienst in der Zukunft. Und das kann es nicht sein. Aber auch die, die bisher in diesem System waren, sind ja nicht anzuprangern, sondern die haben nur ein System gelebt. Und jetzt gilt's System Change. Und wie könnte so ein System verändert werden? Also vom Geldwert zum wahren Wert, auch ein Wortspiel, also die Ware, aber auch das Wahre mit dem stummen H. Das wäre jetzt einmal der erste Gedankenanstoß hier heute auch in dieser Sendung. Und wir haben ein System, das, wie du richtig auch gesagt hast, noch immer vorrangig auf Geldmaximierung ausgerichtet ist. Und da gibt's jetzt verschiedene Songs, die dieses Thema behandeln, wie zum Beispiel ABBA, Money, Money, Money oder so. Aber ich habe jetzt einen anderen Song ausgesucht, und zwar von Quincy Jones. Der Song heißt Money Is, Money Runner. Die meisten kennen diesen Song als Instrumentallied, und ich habe hier eine ganz spezielle Version aus Amerika mitgebracht, wo Little Richard singt. Genießen Sie jetzt diesen Song Money Is, Quincy Jones featuring Little Richard auf Radio Soul. I got a PhD in how to make ends meet. I
gonna clink, make a twenty look pretty. Im Sinne unseres heutigen Themas Money is on my mind wurde hier gesungen. Aber es gibt auch Menschen, die auch etwas anderes im Sinne haben, nämlich das Gemeinwohl. Rudolf Kulowitsch heute über Zoom dazu geschaltet bei uns in dieser Sendung. Und wir haben heute das Thema Gemeinwohl, Zukunft, Buchungssystem. Jetzt möchte ich gerne von dir wissen, wie könnte so ein Buchungssystem aussehen und vielleicht auch noch etwas zum Thema, was ist eine Bedarfswirtschaft und im Verhältnis oder im Vergleich zu einer Konsumwirtschaft? Vielleicht kannst du uns da auch einen Unterschied erklären. Ja, in diesem System habe ich ja mit mehreren Ökonomen und auch Unternehmern und so weiter gesprochen. Die haben das natürlich sofort abgelehnt, weil sie es noch nicht denken können. Ja? Und solange es nicht denken kann oder in meinem Gedanken für möglich halte, kann er ja nicht weiterkommen. Ne? Und jetzt geht es darum, die Ökonomen schlagen vor, Wirtschaftswachstum ist das primäre Ziel und im Wettbewerb zu bleiben. In meinem Verständnis als Unternehmer, wenn ich kooperative Wirtschaftsformen hernehme, müssen ja viel besser noch funktionieren als der Wettbewerb. Ich kann ja auch in Qualitätswettbewerbe mich bemühen, das ist alles okay. Ja, aber nicht in Geldmaximierungswettbewerb zu bleiben. Ja. Und das ist der Unterschied. Ne? Die Zahlen in Verwendung zu nehmen, weil ich da eine Logistik dahinter habe, das ist okay. Aber nicht als Geldform. Wie kommt Geld in die Welt? Es muss Kreditnehmer geben. Also ich muss mir zuerst ein Geld als Kredit zur Verfügung geben lassen. Wenn ich zum Beispiel ein Unternehmer werden möchte, habe ich eine Idee, wo ich einen Gesellschaftsnutzen erzeugen möchte. Dann gehe ich zur Bank und die geben mir dann ein Geld. Und dann, wenn ich schaffe, Geldmaximierung zu realisieren, dass ich so hinbringe als Unternehmer, dass ich mehr erwirtschafte, aber ich muss immer gleich denken, wenn ich etwas erwirtschafte, als einen Plus mache,
macht irgendein anderer im gleichen Wert ein Minus. Das ist unser Wirtschaftssystem. Du sagst ja, es braucht eine Abkehr vom derzeitigen schuldenbasierten Geldsystem zu diesem neuen Wertesystem. Wenn du jetzt dieses Beispiel genannt hast, da werden jetzt einige sagen, na ja, bei mir ist das aber gar nicht so. Also ich nehme keinen Kredit auf, sondern ich spare oder ich habe mir das redlich verdient, das Geld, und deswegen nehme ich keine Kredite auf. Und deswegen, das stimmt ja nicht für alle. Aber du und ich, wir haben uns ja auch beide schon mit dem System beschäftigt, nämlich wenn man das auf einer größeren Skala jetzt anschaut, dann ist es nämlich so, dass diese Geldmenge, mit der wir in Österreich jetzt einmal sagen, hier arbeiten, tatsächlich geliehen worden, weil die Realwirtschaft dieses Geld nicht selbst erzeugt hat. Und deswegen handeln wir tatsächlich, auch wenn wir es einfach durch unsere Leistung erarbeitet haben und nicht uns ausgeborgt haben, arbeiten wir ständig mit Schuldgeld und auf einer größeren Skala. Und das ist das, was noch in dem Bewusstsein der meisten Menschen fehlt. Ist es so, dass wir, auch der Staat oder eine Region oder ein Kontinent, dass wir mit einem Geld arbeiten, das mehr oder weniger teuer ausgeliehen wurde von der Geldindustrie, unter Anführungszeichen, die das Geld erzeugt. Und damit entsteht eine Abhängigkeit, weil du borgst dir was aus, also der Staat muss Staatsanleihen dafür hergeben oder verkauft seine wertvollsten Gebäude, wie auch immer, oder hat irgendwelche andere Abhängigkeiten gegenüber denen, die das Geld für die nationale Wirtschaft zur Verfügung stellen. Und man weiß auch zum Beispiel, dass jedes Produkt durchschnittlich 30% nur an Zinsen beinhaltet. Also unsere Produkte wären alle um durchschnittlich 30% preiswerter, wenn nicht überall dahinter dieser Geld- und Schuldenmechanismus stehen würde, wo überall noch etwas abgezweigt werden muss, weil Geld wird nicht gratis verborgt, sondern eben mit Zinsen. Ganz richtig, wie du das erwähnst. Das ist ja das Unverständliche, dass wir immer wieder Preissteigerungen haben. Wir wiederholen das pro Jahr immer wieder gleich. Ja? Sobald die Preise ansteigen, kommen die Löhne nach. Wenn die Löhne nachgekommen sind, Preissteigerungen dahinter. Ne? Ist das ein vernünftiges Spiel, frage ich mich immer. Wieso können die Preise nicht gleich bleiben? Wenn ich eine vernünftige Entlohnung für meine Leistung habe, ist ja alles bepreisbar. Hm. Aber wir machen so, ja, wenn viel vorhanden ist, ja, unverkäuflich wird, weil es keiner kauft, ist es nichts mehr wert. Ja, aber da war ja eine Leistung dahinter. Und auf einmal wird die nicht mehr bezahlt. Das ist das Unverständliche. Wenn etwas knapp wird, dann kann ja die Preise nach oben steigen. Einige kaufen es immer. Ja. Ja, aber noch einmal, das ist ein Spiel, wo es ja für mich nicht mehr denkbar wird. Ne? Ja, richtig. Ja, aber wie können wir das anders gestalten? Wie könnten wir es anders aufziehen, das ganze System? Das wäre jetzt die Frage. Schauen wir uns diese Frage vielleicht mit dem nächsten Einstieg an. Was haben wir dann hier auf dem virtuellen Plattenteller? Zum Beispiel, ain't no mountain high enough. Es gibt immer eine Möglichkeit, auch wenn der Berg sehr hoch erscheint. Don't have to worry, 'cause baby, there
Rise your sun, get your show. Das gibt's nur auf Radio Soul. Deine eigene Radioshow. Wir präsentieren dich. Jetzt Sendetermin buchen. office@radiosoul.at. This is the greatest show. Wunderschön, ich liebe diesen Jingle. Diese Greatest Show gehört heute Rudolf Kulowitsch. Er hat sich heute eingebucht über unseren Buchungskalender. Schön, dass du heute dabei bist. Das ist heute Radio Soul, der Community-Sender. Man kann seine Themen hier in die Sendung einbringen, on air bringen, in die Öffentlichkeit bringen. Das Thema Gemeinwohl, Zukunft, Buchungssystem. Vielleicht auch gleich vorweg, es gibt auf YouTube ein Video, das Rudolf Kulowitsch aufgenommen hat, das heißt genauso, Gemeinwohl, Zukunft, Buchungssystem, also auf YouTube nachschauen, denn Rudi, du möchtest gerne auch eine Debatte anstoßen, du möchtest, dass die Leute über dieses Thema debattieren, auch Rückmeldungen geben und dass wir hier gemeinsam weiterkommen, weil du siehst dich hier, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, einmal als Initiator oder als, ja, der einen Anstoß gibt zu diesem Thema, dass wir eben Geld und Werte neu denken können. Vielleicht am Schluss jetzt ein Punkt noch. Ich würde gerne, weil der Friede und Weltfriede uns alle sehr betrifft und das ist etwas, was wir uns alle wünschen. Und du hast hier in deinen Unterlagen, habe ich das ganz herausgestrichen, ohne Vertrauen wird kein Weltfriede möglich sein. Ein friedensschaffendes, gerechtes Geld- und Wirtschaftssystem, das braucht es. Möchtest du vielleicht zu diesem visionären Gedankenansatz noch etwas dazu sagen, jetzt am Ende der Sendung? Naja, da ist ja Kommunikation ein ganz wichtiger Faktor. Wie kommunizieren wir miteinander? Wir können ja nicht kommunizieren. Aber ein friedvolles Gespräch zu führen, das ist das Entscheidende. Und einander verstehen, lernen, in unseren Gegensätzen. Und das ist auch ein wichtiger Faktor. Wenn man den Gegensatz, wir leben in einer polarisierten Welt. Und in dieser Welt gibt es Gegensätze. Ohne Gegensätze könnten wir uns gar nicht erfahren. Also ist das auch ein guter, gut und richtig, ja. Aber die Gegensätze durchzustreichen, gar nicht mehr anzuhören und den Menschen, der es gesagt oder getan hat, gleich durchzustreichen, das ist grob fahrlässig. Lass uns unsere Gegensätze nochmal durchdiskutieren, hinterfragen, ganz wichtig. Wir müssen nicht alles für richtig halten, ne? Aber hinterfragen dürfen. Und miteinander so zu kommunizieren, dass wir ein friedvolles Gespräch und ein voneinander Lernen beinhalten soll. Also in dieser Form meine ich, dass es doch dorthin kommt und auch mit unseren Politikern mehr in die Kommunikation zu kommen. Wie darf ich das verstehen? Und nicht, weil der eine oder das andere das eine sagt und das gleich sagt, na, das ist ja Blödsinn, das funktioniert nicht und, sondern so lange hinterfragt, bis man es versteht, was der andere wirklich meint. Ne, weil wir können nur das verurteilen, was wir selbst denken. Das ist nicht immer gleichgesetzt, was der andere denkt. Und wir wissen ja, dass in der Kommunikation sehr, sehr viele Missverständnisse entstehen. Stimmt. Vielleicht noch ein Wort zum Thema Regionalisierung. Und auch das hängt auch zusammen mit dem Thema Vertrauen. Das Geldsystem, also die Geldschöpfung, basiert derzeit in einem, man könnte fast sagen, globalistischen Ausmaß. Und dieses Geld wird nach gewissen Regeln verteilt und ideal wäre, man spricht von der Monetative, wenn die Geldschöpfung und Geldverteilung in Staatshänden wäre. Dazu würde es aber auch brauchen, das Vertrauen in den Staat. Und da darf noch einiges wachsen, vor allem auch, dass wenn die Geldschöpfung und Geldverteilung dann nicht so
auf einer Europa- oder globalistischen Ebene passiert, sondern auf einer nationalen Ebene. Dann könnte man noch eine Stufe runtergehen und schauen, wo könnte denn eine Geld- oder Wertschöpfung auf einer regionalen Ebene passieren. Jetzt Stichwort Regionalisierung. Und ich weiß von dir, eine deiner großen Träume ist, du wohnst ja in der Feldbacher Gegend, das Vulkanland. Dein Traum wäre, auf einer regionalen Ebene mal so einen Wertekreislauf zu installieren im Vulkanland, so einen Vulkanland-Zeitwert zum Beispiel. Da würdest du gerne, du hast gesagt, so 3000 Menschen oder Betriebe zusammenbringen. Das ist so eine Zahl, wo du sagst, ja, ein neues System kann natürlich nur funktionieren, wenn mehrere mitmachen. Das kann es nicht ein Einzelner machen, sondern da braucht es schon dieses Schwarmdenken und das Miteinander. Und du würdest gerne die auf eine Plattform zusammenbringen. Ich würde sagen, wenn jemand da Interesse hat, es muss ja nicht im Vulkanland sein, auch in anderen Regionen, wenn jetzt jemand oder für eine vielleicht einen Wirtschaftsverein, den es gibt, oder auch ein Netzwerk mit einer eigenen Community. Wenn hier jemand Interesse hat, dann kann er sich an Rudi auch gerne wenden. Und ich würde in dem Zusammenhang auch sagen, wir bei Radio Soul, wir haben auch ein eigenes Soul-Wertetauschsystem entwickelt und wir bieten hier Workshops an. Und ich würde sagen, wir machen das mit dir, Rudi, gemeinsam, dass wir da in einem Workshop-Umfeld sozusagen gemeinsam schauen, was könnten wir tun, dass wir in einer eigenen Region so ein Wertetauschsystem oder einen Wertetauschkreislauf aufbauen. Denn die Werkzeuge, die gibt es schon. Es ist interessant, es gibt sie. Aber es braucht noch die Menschen, die das gemeinsam machen wollen. Für sich, für ihre Region und dann im weiteren Sinne sogar für die Welt. Weil ein neues System, wenn es irgendwo in einer kleinen Region funktioniert, das ist dann auch ein Vorbild und das kann dann in anderen Regionen auch viel schneller umgesetzt werden, Rudolf, oder? Ja, lieber Gerhard, es ist ja Folgendes. Es geht ja nicht um Geld eigentlich. Es geht um das Verständnis, wie wir Geld in der Jetztzeit verwenden und wie ein verbessertes, zukünftiges Miteinander tätig sein funktionieren könnte, ohne dass wir dieses Geldsystem in dieser Form verwenden müssen, sondern die nächsthöhere Ebene. Und dieses Vulkanland-Zeitwertsystem soll darauf hinweisen, in der Bildungssystematik, wie könnte das funktionieren. Also es interessiert die Leute, die sagen, ja, wir möchten uns interessieren für Zukünftiges. Und da soll es dienlich sein in der Weiterbildung über unser zukünftiges System, wie hätten wir es gern. Wunderschön. Wie kann man mit dir am besten in Verbindung treten, wenn sich da jetzt jemand interessiert? Ja, über meine Homepage, also über bulovic@ruku.at, über Mailadresse oder sonst die Telefonnummer. Kannst du ja dann durchgeben. Genau, also diese Sendung wird auch aufgezeichnet, gibt es dann auf unserer Plattform, auch Planet Soul TV, zum Nachsehen und Anschauen. Und wie gesagt, noch der Hinweis, es gibt auf YouTube von Rudolf Kulowitsch ein Video, das er hineingestellt hat, als Basis zum Austauschen und das heißt Gemeinwohl-Zukunft-Buchungssystem, so wie unsere Sendung heute. Also Gemeinwohl-Zukunft-Buchungssystem auf YouTube anschauen und dann empfehle ich noch, sich mit Radio Soul zu verbinden, zum Beispiel auf booking.radiosoul.at kann man sich einen Workshop aussuchen und mit uns zusammen ein regionales Wertekreislaufsystem installieren. Ja, es war wieder wunderschön, Rudi, schön, dass wir heute diese Sendung gemacht haben. Gibt es noch einen abschließenden Gedanken, einen Satz von deiner Seite? Vertrauen zu haben, dass wir einer guten Zukunft entgegengehen, weil wir es denken gelernt haben und es umsetzen werden, wo alle Beteiligten zu gewinnen werden. Sehr schön. Ich gebe auch noch einen drauf, und zwar Let the music heal your soul. Also nicht Money makes the world go round, sondern mein Satz ist immer Music makes the world go round. Ciao, Rudi. Ciao, servus. Where is feeling shown? And if someone feels the same about the simple song, or sometimes you can't even say, music brings you happiness or sadness, but it all.
Radio Soul. The all-in-one solution for entertainment. Radio Soul. Talk of Town. Menschen mit Botschaft.